Herzlich willkommen, liebe Leute, auf der Neukölln-Trödeltour. Und ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend und schau mal, was so rumliegt. Ich brauche nämlich noch eine Fensterbank. Total bescheuert, aber hier in der Gegend muss man echt nur ein bisschen durch die Gegend fahren, ein bisschen die Baustellen abklappern und gucken, was in den Schrottcontainern liegt, Schuttcontainern. Und ich brauche noch ein schönes Holz für meine Fensterbank. 45x1,25. Am besten eine schöne Bohle. Oder eine Tischplatte, eine alte oder irgendwas, aber irgendwas Massivholz. Im Baumarkt kostet mich sowas ungefähr 60 Euro. Ich habe mir überlegt, ich fahre kurz ein bisschen durch die Gegend und schau mal, was es so gibt. Und vielleicht finden wir noch andere Sachen. Mal gucken. Ja, hier wird alles überall hingeworfen. Manchmal wirklich brauchbare Dinge oder Dinge, wo man sagt, das hätte man ja noch jemand anders irgendwie schenken können, anstatt das jetzt draußen liegt und von Hunden angepisst wird, und dann nimmt es eh keiner mehr. Also irgendwelche Kleidung zum Beispiel da rein. Ja, das ist schade hier in Neukölln. Schuttcontainer ist uninteressant, aber hier auch Holzcontainer. Ist das schönes Holz? Ist das schönes Holz? Oh, viel doppelte Balken. Schade. Die sind leider nicht mehr so schön. Jetzt alle zu verwurmt und zu deutlich geschnitten, das kann ich alles leider nicht gebrauchen. Als Brennholz natürlich ideal. Würde ich komplett nehmen, den Container, so wie er ist. Würde ich ihm den abnehmen, wie sonst. Ah, tja, das ist sehr, sehr, sehr schade. Nun, vom Wochenende sind die Container alle schön abgeholt worden, damit am Montag das losgehen kann. Natürlich auch ein schlechter Zeitpunkt. Köln haben die Container natürlich auch alle Deckel, das ist auch unheimlich wichtig, weil ansonsten hast du da die Einrichtung von sämtlichen Leuten drauf, Wohnungseinrichtungen, alle, die Leute sind ja zu faul zur BSR zu fahren selbst, und dann werden die Container in der Umgebung völlig flackt, wenn die da so was räumen, mit irgendwelchen Hausrat, da muss man natürlich toll aufpassen, bezahlt sie eben den Müll von den anderen mit, deswegen haben die alle Deckel. Das ist natürlich heute auch am Wochenende, wo keiner arbeitet, sind die Container nicht offen. Da stand was, Holz. Hä? Was war denn das? Okay, das vorne war ein Umzug hier, deswegen ist jetzt nichts mehr da. Der Ikea-Tisch steht hier noch zum Mitnehmen. So was brauchen wir nicht. Ja, also wie gesagt, das war ein Umzug und da stand ein bisschen was zu verschenken, aber da stand noch eine schöne Traube von Leuten drum. Also eine olle Ikea-Lampe, noch ein Ikea-Tisch. Zu verschenken ist immer Ikea. Als erstes. Erste Stelle ist Ikea. Und zwar dieser Ikea-Tisch, dieser Couch-Tisch von Ikea. Das ist Nummer 1. Nummer 2 zu verschenken, also am häufigsten zu verschenkenden Teile, die auf der Straße stehen, ist das Ikea Billigregal. Sehe ich so oft und in Teilen manchmal einige Bretter mit. Oh, hier, Container. Ah, Schornsteinziegel. Schornsteinziegel will ich nicht. Kasse Schornsteinziegel. Das ist zu neu. Kann ich nie brauchen. Swimmingpool. Ein kompletter Swimmingpool. Keine Ahnung, was ich damit will, aber erstmal ist es ein Swimmingpool.
Wird abgeholt, bitte stehen lassen. IKEA. In IKEA sieht man eine Verschraubung, IKEA-Bücherregal. Wird abgeholt, bitte stehen lassen. Der steht ja auch schon eine Weile da. Wird abgeholt, bitte stehen lassen. Als wenn sich hier da jemand dran hält. Also ich brauch's nicht, ne? Ansonsten hier einfach Verschraubung lösen, flachlegen, weg. Tommy hat einen Swimmingpool. Swimming, Swimming, Swimmingpool. Und die Saison fängt ja erst wieder an. Und der wird erstmal kontrolliert auf Vollständigkeit sozusagen. Also eine Fensterbank habe ich nicht gefunden. Aber was ich gefunden habe, ist ein Swimmingpool. Einen kompletten Swimmingpool. Was, so ein Aufblasbar? Nein, so einen großen Swimmingpool. Woher das denn? Stand? Kaufen! Was kaufen? Was heißt kaufen? Er hat gefunden. Der war umsonst. Romano. Oh, ja. Romano ist auch. Ja? Ja. Muss ich jetzt erstmal ausladen. Ausladen? Den müssen wir holen. Ja, pass auf, das können wir maximal können wir den jemanden schenken, der einen Garten hat. Weil, wo soll man den denn hinstellen? Andrea, ja, die kann den Garten aufbauen. Ja, die kann den Garten, da kann man immer zu ihr hinkommen, damit die schwimmen. Ja, Andrea wird sich freuen. Sich, ja. Ihre Ruheoase ist dahin. Weg ist es, schon verplant. Andrea, dein Garten wird leider umfunktioniert zum Schwimmbad. Jetzt muss ich eine direkt dabei, der Filter ist nicht gelaufen, wie man sieht, das ist neu. Die ganzen Anschlüsse. Folie. Der Motor wird nicht mehr da sein. Das ist die Umweltpumpe. Ja, wir gucken mal. Ich gucke mir das an und ich setze das einfach dann mal ins Netz und guck mal, was dann passiert. Baumarktware. Aber egal, der kostet bestimmt Geld. Nautico. Poolset Nautico Deluxe. Nautico Deluxe. Trotzdem brauche ich noch immer eine Fensterbank. Jo, weiter geht's. Fensterbank haben wir immer noch nicht. Einen Pool haben wir gefunden. Das ist nicht das, was ich wollte. Guck mal bei den Trödlerin. Auch Ersatzbefriedigung. Ja, das ist so witzig. Da fragt man beim Trödler nach. Aber kriegt man eine Platte. Eine Riesenplatte. Ist schon zu schade, die zu zersägen. Der wollte jetzt 30 Euro. Eine Riesenplatte. 5 cm dick. Mal 2 Meter. Da muss ich mir noch was ausdenken. Unglaublich, so Ziel erreicht. Ziel erreicht plus Swimmingpool. Ja.